Hey Leute und willkommen zum schon fünften Part von Crashing Arena Partys. Und ja, wie man schon gut sehen kann, wird dieser Part eben der allererste Special Part, bei dem ich dann eben nicht One-on-One-Arenen joine, sondern FFA-Arenen. Und ich muss schon mal sagen, ich bin schon mal hier und da ein paar FFA-Arenen gejoint, so ein bisschen um zu trollen halt. Und auch mal um so reinzuschauen, ob das was werden kann. Und ich muss wirklich sagen, da passiert echt sehr witziger Stuff, deswegen schaue ich einfach mal, wie ich in FFAs heute so abgehen kann und ob es Leute gibt, die ich hier quasi so ein bisschen einfach dominieren kann. Die erste Arena mit nur zwei Leuten drin, das sieht doch schon mal gut aus mit Good Fights. Na, dann hoffe ich doch mal, dass es gute Fights werden. Übrigens probiere ich jetzt für diesen Part sowohl Dark Samus zu spielen, weil naja, mit Main geht es halt immer eigentlich am meisten ab, als auch einen neuen Funcher, den ich eben erst ja kürzlich hatte und zu dem ich auch erst kürzlich einen Part gebracht habe. Und zwar ist es der gute Shulk. Denn man muss sagen, Shulk geht in FFAs richtig hart ab, weil der halt durch die Monado-Arts sich einfach anpassen kann. Der weiß, so wie es aussieht, auch schon Bescheid und hat deswegen auch Shulk als Profilbild, ne? Und eben, ich schaue einfach mal generell, was so alles passieren wird. Heute spielen wir mit dem Decknamen Kyoma. Falls ihr den Boy kennt, seid ihr auf jeden Fall absolute Ehrenmänner, denn ja, ich sag's mal so, er kommt aus den besten Anime, den es überhaupt gibt. Aber gut, so viel mal dazu. Wir schauen jetzt mal direkt hier in die erste Runde rein und ich hoffe doch auch, dass hier die Connection für den Part auf jeden Fall angemessen sein wird in den verschiedenen Arenen. Weil ja, was man halt erstmal sagen muss, ist, dass bei FFAs natürlich die Chance besteht, dass richtig hart rumgeleckt wird. Weil sobald hier einer eben leckt, ist es halt für alle quasi relativ unspielbar. Und ihr könnt es ja schon sehen, ne? Es sieht ganz danach aus, als hätten wir hier direkt schon mal einen richtig harten Lagger erwischt. Frage ist es halt, ist es Sakura mit der Arena an sich? Oder ist es halt einfach der Ness, und ich habe das Gefühl, das wird der Ness sein, weil, ja, man kennt's, ne? Man kennt's. Und vor allem, wenn man richtig hart leckt, dann macht man ja normalerweise auch nicht so wirklich eine Arena auf, würde ich mal sagen, ne? Ich werde es bei Lecks wahrscheinlich aber so machen, weil ich mich halt trotzdem hier durchquälen muss und nicht einfach quitten werde, dass ich für euch dann halt das Beste mit reinschneide und alles Unnötige quasi rauslasse, weil, naja, muss halt nicht wirklich sein. Und ja, bei Multi-Moves, wie gesagt, kann halt Shulk da immer ganz gut abgehen mit Shield. Und das wird hier jetzt auch erstmal so die Testrunde einfach allgemein, ob das was werden kann mit Shulk. Falls nicht, dann werde ich halt direkt eben auf Main switchen, weil ich möchte ja schon dominieren und nicht so nur knapp gewinnen, weil es halt mein Funcher ist. Aber ich habe halt das Gefühl, es könnte was werden, weil, wie gesagt, er kann sich halt eigentlich an alle Situationen anpassen, wenn man natürlich die Monado Arts ready hat. Und ja, der Ness probiert auf jeden Fall schon komischen Stuff, merke ich gerade. Ich würde den gerne edgeguarden, aber eben das Pikachu kommt halt in den Weg, deswegen man muss, bei FFAs ist eigentlich das Beste immer komplett safe zu spielen. Damit man nicht, ja, irgendwie sich komplett auf einen fokussiert, aber dann plötzlich einfach weggekommen wird vom anderen oder hart gepunished wird vom anderen. Deswegen finde ich das so, wie ich jetzt gerade spiele, schon ziemlich optimal. Probier halt einfach rein zu sneaken, ne? Wenn ich merke, so, das könnte was werden, das könnte generell ein Kill werden und ach, ja. Man kennt es von Shulk, aber natürlich gehe ich jetzt auf Smash Monado, um direkt mal mit einer Upbeat oder einer Forward Air diesen Ness rauszunehmen, genau. Und dann, ah, schade. Okay, vielleicht kriegst du noch punished. Ja, aber hat noch nicht ganz ausgereicht. Ich gehe mal zur Sicherheit einfach auf Shield. Falls der Ness was probieren will. Das hat der Pikachu schon mal gekillt. Für mich sieht es soweit ganz gut aus. Und da kriege ich auch nochmal den Attempt von ihm. Und eben, wie gesagt, schön auf Stun switchen, um einfach wieder zurückzukommen. Vor allem, ich kann auch mit Jump und Shield kann ich halt auch richtig gut stallen, so. Das war jetzt aber gerade eine relativ gute Kombo vom Ness, muss ich sagen. Das war nicht schlecht gemacht. Gehe nochmal auf Buster, um noch irgendwie ein bisschen Damage rauszuholen. Aber sobald Shield da ist, ja, möchte ich eigentlich, genau, direkt auf Shield switchen. Damit ich den Stock hier einfach noch ein bisschen länger behalten kann. Und genau eben aus dem Grund finde ich halt Shulk in FFAs und auch Teams und sowas richtig gut. Und das war fies, ja, das war echt fies. Das Pikachu hat mich quasi da so ein bisschen festgehalten. Der Ness hat ja schon einiges an Damage, aber das Pikachu nicht. Und es geht auch gerade so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen, ne, probiere ich das mal so ein bisschen zu focussen. Wenn der Ness halt nicht die ganze Zeit auf mich gehen würde. Nur weil ich ihn, weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich gekillt habe, aber trotzdem. Ist gerade nicht ganz so optimal, was der Boy hier macht. Zumindest halt für mich. Er möchte irgendwie die ganze Zeit auf mich gehen und lässt da das Pikachu gerne spammen, was halt echt nicht so nice ist. Und ich wollte eigentlich gerade eben so ein bisschen die Connection loben, weil es ging ja jetzt wieder. Aber muss dann auch direkt mal sagen, so, nee, scheinbar nicht. Und okay, das ist tot. Hat er aber halt auch so verdient, muss man sagen, wenn er unbedingt zu mir kommen will, ne? Dann hat er auch nichts anderes als den Tod verdient. Sieht dann ganz danach aus, als müsste ich den Nest gleich zerstören, weil genau der sneakt sich halt trotzdem immer rein und will irgendwie immer mich killen. Dann hau ich den raus und probiere einen One-on-One mit dem Pikachu zu forcen. Das ist jetzt zumindest mal so mein Plan, aber es sieht gerade, ja, es sieht gerade nicht gut aus. Weil das Pikachu chillt halt und spammt so ein bisschen Lutebi. Und das ist halt nicht so geil, wenn der Ness dann trotzdem nur auf mich geht. Ja, wechsel mal schnell auf Shield.
Ich muss halt wirklich, ich muss den S one-on-one, es tut mir leid, aber wenn der so spielen möchte und irgendwie nur auf mich geht und das Pikachu spam lässt, dann, sorry, aber dann muss ich dich leider irgendwie raushauen. Schnell auf Jump switchen, dann kann ich noch ein bisschen stallen, bis ich wieder Shield habe. Aber Alter, das ist gerade echt nicht so geil, ja. Da funktioniert mein Plan nicht so super, aber was wir jetzt probieren werden, ist auf Smash zu gehen, dann probiere ich gleich irgendwas zu readen von ihm. Hier so eine Roll oder sowas und dann ist er tot. Hat nicht gut geklappt, nee, hat gar nicht geklappt. Währenddessen spammt das Pikachu weiter und der Ness interessiert sich dafür irgendwie überhaupt nicht. Ah, ich muss aufpassen. Ja, ja, ich schaff's trotzdem noch. Und krieg hier den Abmesh. Ja, perfekt. So, jetzt ist es Timer, Boys. Jetzt muss ich hier nochmal richtig abgehen. Damit ich das One-on-One gewinne und dem Ness zeige, dass er schon viel früher hätte auf das Pikachu gehen müssen. Okay, ich bin dumm. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ja, komm her. Und Abi out of shield wird killen, ja. Jetzt schnell auf Speed. Nein, fuck, verdrückt. Speed. Und jetzt Comic Boys. Ja, schlecht. Nice, das war schon mal sehr schön. Krieg ich hier vielleicht, nee, anderes Timing hätte besser geklappt. Okay, ich sehe schon, ich habe keinen Jump mehr. Also Jump Monado. Oh, das ist schlecht, dass er mich da jetzt gerade trifft. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen Damage stehlen. Aber ja, gegen Pikachu ist es halt auch nicht so einfach, ne? Oh, schöner Read-Versuch auf jeden Fall. Merke ich schon. Ah, nee. Ist halt echt schwierig zu hitten. Ich habe aber wieder Speed. Damit komme ich ein bisschen besser durch. Muss nur aufpassen, dass ich in nichts reinjumpe. Ja, ja, das sieht schon mal schön aus. Nein, okay. Könnte tot sein. Ja, hätte er, glaube auch mit Forward Smash punchen können. Wieder zurück auf Shield. Ja, ja, man merkt schon, mit Trick kann ich hier halt lange stallen. Das ist ja das, was ich meinte. Das heißt, Comebacks sind auch gut möglich, so, definitiv. Wenn man es halt richtig macht. Ah. Okay, jetzt kriege ich aber noch Punch. Schnell auf Speed. Und jetzt auf Smash und Smash an der Kante. Ja. Geschafft. Okay, erstes FFA ist damit gewonnen. Wie gesagt, auf jeden Fall unschön, was der Nestor gemacht hat. Ich weiß halt nicht warum. Der hat quasi nur mich angegriffen. Könnte mir aber auch in die... Ja, man hat es glaube ich ganz kurz gesehen. Er hat halt direkt weggedrückt. Aber der Ness hat nur einen Kill auf Pika, oder? Ja, nur einen Kill auf Pika. Und hat halt sonst nur probiert, mich zu killen. Weiß zwar nicht, was das so war, aber gewonnen ist gewonnen. Also, let's go. So, dann machen wir direkt auch hier das nächste Match. Ich werde es jetzt so machen, dass ich eben auch hier Best of Freeze versuchen werde. Heißt, sobald ich irgendwie zweimal hintereinander gewonnen habe, werde ich diese Arena lieben und neu suchen. Und ja, ich sag hier auf jeden Fall mal, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen nett, weil ich will halt nicht direkt gekickt werden, sondern das hier nochmal probieren. War nämlich schon ganz heftig. Und wir haben ja jetzt auch einen neuen Typ drin. Heißt eben, eventuell kann es jetzt mal so ein richtiges FFA werden, wo auch nicht irgendwie gefokust wird, so, ne? Weil so macht es auf jeden Fall ein bisschen weniger Spaß, muss ich sagen, wenn ich merke, dass einer so die ganze Zeit nur auf mich gehen möchte. Vor allem, der hat halt wirklich das Pikachu komplett in Ruhe gelassen und so oft Lootebeat drücken lassen, da dachte ich mir so, ey, komm, das kann nicht sein Ernst sein, ne? Und ja, er hat auf Marv geswitcht, glaube ich, also zumindest, glaube ich, ja, Lunachan ist der Neue hier. Er hat auf Marv geswitcht, fühlt sich mit dem vielleicht auch ein bisschen besser gegen Schul. Ja, der Neue hat sich auf jeden Fall schon mal direkt SD'd, das ist gut. Weil einer weniger ist natürlich immer besser, aber ich merke schon, dass er mit Marv besser gerade gegen mich gewappnet ist. Trotzdem merkt ihr es vielleicht immer noch, der ist hier wirklich nur auf meiner Seite. Der möchte irgendwie mich da raus haben. Weiß nicht, Kyoma ist ja Deckname, heißt, der sollte mich eigentlich nicht kennen, aber es geht mir so ein Anschein, als ob er so einen richtigen Hass schon gegen mich hat, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Also kein Plan, aber naja. Ist halt nicht so schön, wenn einer nur auf mich geht, aber naja, was soll man machen? Muss ich mich jetzt halt im One-on-One gegen ihn beweisen und dann genau im Endeffekt das gleiche wieder wie vorhin machen, das halt irgendwie zurückholen. Wird aber schwierig, weil, ja, gegen Marv ist schon ein bisschen was anderes hier. Ich probiere halt immer mal wieder Jumps zu ihm. Aber es ist auch schwierig, wenn man einen immer auf seiner Seite hat und dann aber noch auf alle anderen achten muss. Ich habe auch keinen Shield, heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen wieder jumpen und, ja, generell natürlich campen. Und ja, da hat er halt meinen Tag, da konnte ich jetzt gar nichts anderes tun. Aber schon schön zu sehen, dass die Lunachan hier gleich weg ist. Und eben, ich bin jetzt einfach mit Smash Monado reingerannt, damit ich auf das Pikachu den Kill bekomme. Weil ich muss mich natürlich jetzt darum kümmern, dass ich das hier irgendwie wieder even mache. Im Vergleich halt.
Mist, ich dachte, der kommt halt zu mir gerutscht. Okay, ich weiß gerade nicht so ganz, was abgeht. Ich würde hier gerne wieder raus. Oh, da hätte der Marv theoretisch zwei Fairs machen können. Schnell mal aufs Shield switchen, damit ich nicht direkt hier von Rage Marv gekillt werde. Genau, weil das macht mir dann natürlich nichts aus. Jetzt die Frage, ja komm, ich probier's. Und tot, oder? Ja, perfekt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt noch das Pikachu, aber ich will mir gerade sagen, das Pikachu irgendwie raushauen. Vielleicht Lunachan gleich noch killen, sobald ich Smash habe. Frage ist halt, wird sie dann, ich glaube, ich mach's nicht. Ich bin schon so ein bisschen FFA Master, sag ich mal. Aber ich habe so das Gefühl, die hat schon richtig früh Stocks verloren. Und deswegen wird die quitten, sobald sie rausfliegt. Weil die dann einfach irgendwie so das Gefühl hat, dass wir sie, nice Combo, dass wir sie focused haben oder so. Aber ihr merkt's schon vielleicht, das Pikachu spammt da einfach wieder Nuchibi und der Marv juckt sich dafür wirklich null. Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Was geht bei diesem Marv ab, Junge? Der juckt sich wirklich nur für mich. Oh, nicer Parry. Hätte gefährlich werden können, aber er ist einfach random weggerollt. Trotzdem schon ein bisschen abfucken, dass der... Ja, jetzt greift er endlich mal Pikachu an, weil es ihn nervt. Aber vorher einfach gar nicht, Junge. Was ist da los, Mann? So spielt man eigentlich nicht FFAs. Ich meine, ich probiere einfach so zu spielen, also optimal zu spielen, dass ich bei High Percents die Kills hole, wenn ich sehe, die Gegner haben High Percents. Und ansonsten probiere ich halt einfach alles even zu lassen. So. Ja, ich gehe für Shield. Nein, für Shield meinte ich natürlich. Schade. Und ja, der Marv sieht es hier mal wieder nicht ein, irgendwie jemand anders anzugreifen, sondern möchte sich wieder mit mir anlegen. Und das wird jetzt auch gefährlich, weil ich will eigentlich schon noch die Bio raushauen. Bevor, genau, der Marv mich dafür punisht und war kein starker Punish. So, jetzt bin ich im 1-on-1 gegen ihn. Jetzt kann er wirklich zeigen, was er kann. Ohne immer irgendwie einfach random die ganze Zeit auf mich zu gehen. Jetzt sind es nämlich nur wie zwei. Ja, tot. Und ja, jetzt Shield. Ja, was ist denn heute los, Alter? Ich verdrück mich die ganze Zeit. Aber jo, jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was raushauen hier. Ja, das ist schon mal gut. Immerhin ein bisschen Damage so. Jump. Und dann ein bisschen, ne, hin und her jumpen, ihr kennt's. Ah, okay, schön gemacht. Okay, können wir gerne so weitermachen. Ich will mich halt jetzt noch nicht catchen lassen, deswegen gehe ich gerade so zurück und mache dauernd Back Air, bis es ihn irgendwie vielleicht trifft und okay. Ah ja, ich hätte früher switchen sollen. Passt aber, weil ich habe einiges rausholen können, obwohl ich viel mehr Prozent hatte und halt schon fast am Tod war, ne? Trotzdem nochmal sehr viel aufgebaut hier. Ah, der Lag ist gerade nicht so schön. Gehe ich auf Damage, ja. Noch ein bisschen mehr. Ah, shit. Aber ist okay. Wir verkacken gerade beide einfach komplett. Ja. Ja, ich glaube, jetzt kann ich gleich genau auf Smash gehen. Und er macht den gleichen Fehler. Er rutscht einfach auf die Stage. Ja, Maboy, ich glaube, jetzt habe ich dir zweimal gezeigt, dass du dich nicht mit mir anlegen solltest. Und ich würde mal sagen, wir gehen dann in die nächste Arena. Ich sage auf jeden Fall GGs an alle hier. Es gab eigentlich keinen, der so, ja, richtig toxic gespielt hat. Dem Marv ist so grenzwertig. Also, wie gesagt, er hat es halt schon irgendwie auf mich abgesehen. Weiß nicht warum, aber naja, passt. Nächste Arena. Okay, also das ging irgendwie doch dann schneller, als ich gedacht habe. Heißt eben, ich komme jetzt schon mal rein hier. Und was ich generell noch erklären muss, falls ihr sowas auch mal machen wollt, für halt Competitive-Spieler, es ist immer wichtig, dass ihr Town City zum Beispiel nimmt. Weil Town City ist erstens groß, ist also gut für FFAs, ne, es ist nicht komplett verwirrend. Und zweitens, falls der Typ, der die Arena aufgemacht hat, halt keine Hazards deaktiviert hat, sondern halt Hazards on hat, ist Town City eigentlich exakt die gleiche Stage. Also fast die gleiche Stage, sagen wir so. Da gibt es dann wenig Unterschiede und wenn ihr sowas wie PS2 nehmt oder Carlos, ne, und das dann mit Hazards on, das kann halt gut abfacken, deswegen ist das Tipp Nummer 1. Immer schön Town City wählen, da seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Fight und schauen mal, ob ich hier jetzt auch so schön dominieren kann. Ich werde die Länge für diesen Part auch so ungefähr auf 25 Minuten halten, vielleicht aber sogar auch auf 30 Minuten gehen, weil, naja, es sind FFAs und FFAs dauern halt schon länger als 1-on-1s. Und es kann halt auch sein, dass die Arena zwar äußerlich gut aussieht, aber ich dann
mit Match bemerke, dass zum Beispiel Items oder sowas an sind und das ist dann auch nicht ganz so super. Ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel sind halt auch, es ist halt der Smash Meter on, das ist halt auch nicht ganz so geil. Aber vor allem jetzt so Charakter wie, ja, Chrom zum Beispiel kann ich gut gimpen. Deswegen, selbst wenn er dann mal seinen Smash hat und ich habe komplett verkackt, das gibt's ja gar nicht. Okay, das ist schlecht. Ja, ich vergesse immer, dass man Nutu Air nicht Offstage machen sollte, wenn man in Speed ist. Einfach, weil man dann fast nichts mehr hat. Aber es ist ein FFA, heißt, es ist noch nicht so ein One, ne? Ich kann es doch gut comebacken. Ich muss jetzt halt auch hier wieder gucken, dass ich jemanden früh gimpe oder so. Gerade aber läuft es nicht so super, weil ich in alles Mögliche reinlaufe. Aber ja, ich habe hier den Ivysaur vielleicht. Nein, habe ich nicht. Nein, den habe ich leider nicht. Jump habe ich auch nicht mehr, heißt, jetzt gerade ist echt ein schlechter Zeitpunkt so. Hätte mich vorhin echt nicht erst ziehen sollen. Wow, diese Hitbox. Hm. Ja, das meinte ich eben. So, auf Chrom kriegt man halt frühe Gims, deswegen ist der eigentlich in FFAs auch nicht so super. Und ja, dadurch kann ich da meine kleinen Comebacks starten. Und wenn ich halt hier eben einen guten Punish gegen so Greninja hinkriege, mit Smash vielleicht. Oder es wird einfach so rausgehauen und ich glaube, jetzt ist schon alles eben. Ich chill jetzt wieder mal ein bisschen mehr im Background. Na, das war auch nicht so wunderbar gerade. Und das auch ganz und gar nicht, oh mein Gott. Schaffe ich natürlich noch, aber trotzdem. Der Damage lässt sich halt schon sehen, den ich gerade habe. Und da hat auch der erste seinen Meter und... ich dachte gerade ganz kurz, dass es vielleicht mich erwischt, weil ich in der perfekten Linie stand. Aber nein, nein, nein. So viel Range hat es dann auch nicht. Ja, da kommt der nächste. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Weil naja, ich glaube, da kann ich jetzt gerade nichts gegen tun. Ich könnte sterben hier. Und das tue ich auch. Aber es tun auch alle anderen. Wir haben alle einen Stock. Der Pokémon-Trainer muss raus. Heißt vielleicht Smash. Und dann hoffen, dass ja ich nicht gefokust werde. Damit ich dieses Shiggy früh raushauen kann. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre es gerade einfach extrem, wirklich extrem laggy. Und ich konnte meinen Charakter einfach gerade nicht kontrollieren. Aber gut, Shiggy hat sich, glaube ich, auch im Lag irgendwie erstied. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen hier schön rumcampen. Und vielleicht wen gippen, falls er sich mit mir anlegt. Zum Beispiel der Chrom. Sieht schon lecker aus, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht... Na, ich bin dumm. Ich bin komplett dumm. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich auf Smash Monado switche, aber ich habe gerade überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja eben einfach dann der B-Knopf ist. Kompletter Waste von mir. Aber was soll man auch sagen, es ist halt Smash Meter, ne? Ist halt schon nicht ganz so geil. Okay, das funktioniert so. Ich dachte, der geht jetzt mit denen irgendwie in die Luft oder sowas, aber nö. Da kam einfach gar nichts. Wir haben jetzt schon einen Spieler raus. Heißt den Chrom gimpen, wenn möglich. Und dann ist eigentlich alles wunderbar. Dashtag. Hier hat seinen Double Jump. Nee, ich bin ja auf Speed. Und es laggt einfach wie scheiße, Alter. Was soll man da sagen? Es laggt einfach richtig hart. Schnell auf Shield gehen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Forward Air und Double Jump. Nein. Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Ja, da kriege ich wieder. Nein, kriege ich nicht die Dashtag. Okay. Aber diesmal habe ich die Abi. Und das Ivysaur hat sich schon wieder selbst umgebracht. Also, okay. Und ja, ich glaube, das war's dann auch, denn ich bin Jump-Schulk und jo, let's go. Das ist eben auch das, was ich meinte, selbst wenn man am Anfang irgendwie verkackt, wenn man so ein bisschen taktisch vorgeht und nicht komplett gefokust wird, kann man das trotzdem noch comebacken, ne? Dann gehen wir mal auf ins nächste Match gegen die Boys hier. So, zweites Match beginnt, die haben einfach alle komplett den Charakter geswitcht, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ja, wie das so funktioniert. Vor allem, ich sehe da halt Kirby und ich muss sagen, Kirby zwar auch in FFAs kacke, aber sobald er mich einmal absorbt hat, kann das schon ein bisschen nervig werden, weil er ja dann auch einfach Monados nutzen kann, ne? Und Monado Kirby ist in manchen Situationen schon echt ziemlich krass, deswegen muss ich da vorsichtig sein und mich vielleicht erstmal nicht so hart mit diesem Kirby anlegen. Ansonsten von den Ultra Smashes hier ist jetzt kein Mega OPer gewählt worden. Sowas wie Peach oder Zilla zum Beispiel sind ja richtig gute Smashes. Ich weiß übrigens auch noch nicht, ob die Final Smash oder Ultra Smash heißen. Ich nenne es einfach so, wie es mir halt gerade so einfällt. Und am Anfang, ich habe jetzt gerade noch keinen Monado genutzt, weil bisher noch niemand in meine Nähe kam. Aber sobald das passieren wird, werde ich dann eben auch mal switchen. Zum Beispiel auf Speed. Ich bewahre mir die jetzt quasi gerade alle so ein bisschen und schaue halt mal, was so generell passiert. Bisher ist es auf jeden Fall schön, dass eben hier kein Spieler drin ist, der die ganze Zeit nur auf mich geht. Und nach wie vor werde ich es auch einfach immer noch so machen, dass ich halt einfach den angreife, der gerade in meiner Nähe ist. Ne? Das heißt, wenn hier wer zu mir kommt, ist er selber schuld, wenn er gecombot oder gedamaged wird. Kirby ist schon tot, das ist nice. Kriege ich hier das Follow-up? Nein, kriege ich nicht. Schade. Und ich habe richtig viel Damage gerade dafür bekommen, aber ja, sowas passiert in den FFAs. Okay, das war sehr schlecht von mir. Nein, bitte nicht. Oh, fuck. Das hat echt wehgetan. Ich hab den Grab gemisst, komplett falsch abgeschätzt. Und dann kam halt auch der Instant Punch raus. Aber ja,
Da das hier noch relative Anfänger sind, jumpen die halt sehr viel rum und ich kriege eigentlich dauerhaft irgendwelche Fairs rein. Ich weiß nicht, was der Kirby da macht. Checkt der irgendwie nicht, dass man offstage nicht A drücken, sondern am besten Jump und B drücken soll? Das ist nämlich, Junge, der hat 5 Jumps und kriegt trotzdem hin, sich zu Justine, Alter. Das ist schon, da muss man schon echt ein krasser Spezialist sein. Und okay, die Justina kann jetzt quasi jeden One-Hit KO'n und sie trifft nicht mich, weil ich gerade noch so ausweichen konnte. Okay, das Schöne halt an Pits Final Smash ist, ich kann einfach jetzt auf Shield gehen und selbst wenn er mich trifft, es wird mich halt nicht killen, ne? Hier, das könnt ihr jetzt mal sehen. Knockback einfach gar nicht am Start. Nicht mal Damage irgendwie. Da gerade schön rausjumpen können, nice. Jetzt, ja, ich habe nur aufgepasst, dass das Schwert mich da irgendwie nicht dumm erwischt oder so. So, der Pit will mal wieder hier zu mir kommen. Muss ich mal aber sagen, das ja, ist nicht so erlaubt. Und, ah, fuck, ich wollte reinrushen und instant den Punch auf den Pit bekommen, weil, genau, der eventuell sterben könnte. Ich weiß nicht, wie stark der von Schulk ist. Habe ich bisher jetzt noch nie genutzt. Könnte aber reichen bei den Prozenten vielleicht. Mit ein bisschen Luck, ja doch, nice. Sogar beide gekillt. Alter, was hat der Kirby gemacht? Hatte der nicht irgendwie mega wenig Prozente? Weird. Ja, und schnell mal auf Shield wieder switchen. Also ich muss echt sagen, ich hatte so ein paar Funchars, die ich immer in FFAs verwendet habe, wenn ich mal so Bock hatte, eben einfach in FFAs so ein bisschen zu trollen oder halt ein bisschen zu tryharden. Dann war es meistens Seosuit oder Joker oder halt einfach eben mein Main Samus. Aber Schulk beweist sich bisher echt als ja, sehr starker FFA-Charakter, deswegen kann man schon noch weiter behalten. Weil eben, ich kann halt einfach sehr schön recovern, ne? Ich kann Shield nutzen und sowas, das ist alles eigentlich echt geil. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal für einen Early Kill. Den ich hier, nee, okay, ich wollte eigentlich F-Smash drücken, aber naja, passt schon. Gerade einfach so die Lucina irgendwie gekillt. Ah, nein, schade. Okay, ich baue noch ein bisschen mehr Damage. Ja. 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 Und ja. Nice. Alter. Junge. Nein, es hat nicht gekillt. Egal. Egal. Es geht noch weiter. Kombo ist noch nicht vorbei. Ne, jetzt ist das Kombo vorbei. Das ist halt witzig. Das bringt ihm gar nichts. Es bringt wirklich legit nichts gegen Schulk. Ich mache einfach den hier. Bumm. Was will er tun, Alter? Das bringt einfach wirklich nichts. Das macht auch kaum Damage. Richtig geil einfach nur. Schulk Counterpick confirmed. Und jetzt eben auf Smash Monado, weil ja. Was soll man sagen, ne? Er stand halt legit einfach da, hat sich vorwerden lassen. Ja, nice. Dann auch hier nochmal GGs an alle. Hier gab es jetzt keinen unfairen Boy und es gab auch überhaupt keine Lags. Deswegen, ich merke mir auf jeden Fall den Namen. Vielleicht Johnny hier mal wieder rein. Aber ja, für den Part jetzt erstmal geht's auf in die nächste Arena. Okay, also das ging echt schnell. Ich musste nicht wirklich lange warten. Problem ist nur, der wollte gerade seinen Charakter wechseln und der andere drückt einfach instant Start. Das ist... Nein, nein, my boy, so funktioniert es nicht. Tut mir leid, aber so funktionieren solche Arenen nicht. Da wird schon auf die anderen gewartet. Wir wollen ja nicht ehrenlos sein. Der drückt einfach immer Start. Der soll mal jetzt chillen, bis der Honey da... Bruder. Und der spielt auch Schulk. Okay, das ist schlecht. Und die haben Start gedrückt. Junge! No, lass mich nicht noch länger warten. Alter, wie ehrenlos kann man sein? Oh, let's go! Der hat doch einfach abgewartet. Junge! Ist der Typ komplett behindert? Yo, jetzt mal no joke. So macht man das, Alter. Kannst du nicht warten, bis alle da sind? Was denn falsch bei dir? No joke jetzt mal. Was war das denn? Und jetzt drückt er nicht A. Muss man echt nicht verstehen. Nee, nee. Das muss man wirklich nicht verstehen, my boys. Was soll man dazu noch sagen, Alter? Der hat die ganze Zeit A gedrückt und jetzt auf einmal erst so richtig spät. Ja, läuft bei ihm auf jeden Fall. Aber gut. Dann mal schauen. Wir haben hier jetzt halt noch einen Schulk. Das wird ein bisschen dumm, weil... Ja, also... Der hat halt basically auch hier einen großen Vorteil jetzt durch seinen Charakter. Ist halt die Frage, ob er den auch besser kann als ich, weil eben ich bin ja kein Shoot Main, ne? Aber ich sehe ja schon mal direkt, das Greninja geht nur auf Side B, das ist schön, weil dann kann man das hier natürlich erstmal genau free gimpen und schon mal free Damage raushauen, weil es halt einfach readable ist, was der machen wird. Ich darf jetzt nur nicht verkacken und irgendwie denken, dass ich eben mit dem Schulk auch Nutri Air verwenden kann, wenn ich im Speed Monado bin, weil eben so funktioniert es halt nicht. Und ich werde, okay, ja, nee, ich glaube, es ist verständlich, was für ein Schulk das hier ist. Der hat so gut wie gar keinen Plan, wie man die Monados richtig nutzt. Ich meine, bin jetzt auch nicht der Mega-Shoot-Pro. Aber ich gehe schon nicht auf Shield-Monado bei, keine Ahnung, 0% gefühlt. Aber ich lasse mich dafür komplett juggeln und habe jetzt von allen am meisten Damage gerade. Das zeugt natürlich auch nicht gerade von Schulk-Skill. Aber das ist halt auch eine echt kleine Stage. Wobei, es geht eigentlich, aber trotzdem ist es ein bisschen weird, hierauf zu fighten. Ja, perfekt. Aber es killt nicht. Das ist schlecht. Junge, das Greninja downed einfach die ganze Zeit. Und hat jedes Mal irgendwie getroffen. Okay, er geht natürlich instant auf Smash, denn man kennt es. Jetzt muss ich halt vorsichtig sein. Und das Schöne ist, Schulk kann sich selbst ganz gut auskontern.
Wenn zum Beispiel der andere Schurk auf Smash geht, gehe ich meistens einfach auf Shield, weil dann muss ich halt keine Angst vor ihm haben. Und das gleiche kann er basically auch machen. Genau deswegen meinte ich halt, das könnte so ein bisschen nervig werden, wenn er es halt richtig macht, ne? Aber es sieht halt nicht wirklich danach aus, als würde er es richtig machen. Und okay, hier jetzt einfach nicht von treffen lassen, einfach ein bisschen Abstand nehmen, damit die komische Hitbox nicht mich auch noch erwischt. Meanwhile weiterhin campen und der Schurk möchte jetzt auf jeden Fall auch mal zeigen, dass er eigentlich relativ gut ist und mich hier killen kann, aber ich muss ihn leider ein bisschen enttäuschen. Oh mein Gott, okay. Der hat halt einen Suicide-Move gemacht, damit habe ich halt gerade nicht gerechnet, deswegen habe ich es nicht abgewehrt. Aber es passt auch. Ich jump von dem Schurk einfach weg, genau damit er mich nicht trifft. Und ich check's halt nicht, warum geht der einfach instant auf Smash, Alter, das bringt ja gar nichts. Er hat jetzt halt einfach nur Knockback, nur mehr Knockback auf sich und eben ist jetzt deswegen tot. Ja, hat er halt auch nichts anderes verdient, wenn er seine Monarchus so komisch nutzt. Und er hat geragequittet. Ja, da habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass sowas in dem Part auf jeden Fall auch passieren wird. Ich meine, wie gesagt, er ist halt einfach selbst schuld, ne? Der hat halt die Monarchus komplett falsch verwendet, deswegen verdient er Tod für ihn. Und eben, ich denke, ich werde es noch ein oder zwei Matches in der Arena machen. Und dann aber auch, für den Part hier das dann beenden. Und wie gesagt, wird weiterhin dann einfach immer beim fünften Part, also einem Part mit einer 5 drin, wird dann eben so ein FFA-Special stattfinden. Und ich habe nach wie vor bei jedem 10. Part Stream-Arenen zu joinen. Ohne dass es halt der Streamer weiß, eben also auch mit Decknamen. Und dann eventuell auch Stream-Reactions von denen zu nutzen, wenn ich darf. Aber ich schau mal, vielleicht mache ich es auch ohne Stream-Reactions und mache euch einfach den Stream-Link, damit ihr die... den Stream quasi im Nachhinein sehen könnt. Und kann ja auch, ich könnte ja theoretisch auch die Zeit mit hinschreiben, quasi, wo ich dann im Stream halt vorkomme, ne, damit ihr seht, wie der Streamer jeweils reagiert hat. Aber ich glaube, ich mache es eher so, weil ich möchte es halt eigentlich ein Geheimnis machen, dass ich quasi der bin, der gejoint ist, ne, so dass einfach niemand das weiß. Deswegen machen wir das, denke ich, so. Ab jedem 10. Part, also Stream-Arenen, und ab jedem 5. Part eben solche FFA-Arenen und ansonsten eben zwischendrin halt diese ganz normalen One-on-One-Arenen. Ich denke auf jeden Fall, damit sind wir ganz gut, gepackt für dieses Format halt einfach. Es gibt viele Abwechslungen und generell kann somit halt auch noch mehr komisches Stuff passieren. Weil klar, in One-on-One gibt es auch Leute, die manchmal dann ragen, wenn halt ein richtig krasser Typ joint. Aber im FFA und vor allem im Stream ist das halt nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn man so einen Charakter wie Schurk spielt, den viele Leute einfach hassen, dann kann man schon ganz gute Reactions so rausbekommen, ne? So, es sieht ganz nach einer Heavy-Arena hier aus. Das ist eigentlich echt schön so. Weil solange ich aufpasse, dass sie eben keine Hard Punishes gegen mich bekommen, kann ich hier eigentlich ziemlich gut dominieren, weil ich beide Offstage gut mit meiner Fair gimpen kann. Kommt jetzt halt wirklich darauf an, wie das Ruleset hier aussieht. Ich hoffe halt keine Items, weil darauf hätte ich jetzt echt zum Schluss nochmal keine Lust. Aber es sieht einfach nach einem ganz, ganz normalen Ruleset aus. Das ist natürlich schön. Und wie immer erstmal auf die oberste Plattform gehen und ein bisschen analysieren, was die so machen. Und ja, die scheinen ganz normal zu spielen. Nicht jetzt unbedingt eben auf mich gehen zu wollen, ne? Das kann man natürlich auch immer ganz gut erkennen. Auch erstmal kein SD meinerseits, das ist natürlich auch super. Und ja, wie ich mir schon gedacht habe, gehen die natürlich viel auf Smashes und generell brutale Moves. Und das ist halt dann der Punkt, wo ich natürlich... einfach abwarten kann, bis der Smash da draus kam und den dann punchen kann. Jetzt möchte ich aber auf jeden Fall erstmal nicht diesen Gendorf fokussen, weil der hat schon einen Stock verloren, es war richtig früh. Und ich möchte nicht, dass der Rage quittet, sondern genau, ich werde jetzt einfach weiterhin den King K. Rool fern, bis er einfach komplett fast tot ist. Wäre halt ein bisschen cooler, wenn der Gen nicht die ganze Zeit einfach random Smashes macht, damit ich den King K. Rool auch gut punchen kann. Ne? Aber ja, scheint er nicht ändern zu wollen. Das ist halt relativ unschön, weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich ihn verschonen, aber so wie es aussieht, muss dann wohl hier erstmal ein bisschen gekombot werden. So dass er merkt, so okay, mit dem sollte ich mich vielleicht nicht anlegen oder gehe ich vielleicht nicht hin. Junge, was geht denn bei dem aber da? Der übertreibt ja wirklich komplett hier. Aber okay, der hat sich dumm killen lassen, das ist schön. Dann kann ich jetzt mit Jump Monado reingehen. Einfach abwarten, genau, bis er den Move gemacht hat. Und dann hier, zack, zack, so geht's natürlich auch. Der probiert einfach Downflow bei den Prozenten, ne? Kann man machen, muss man aber auf jeden Fall nicht. Und ja, keine Ahnung, der Gen hat sich basically jetzt schon zweimal SD'd. Läuft bei ihm auf jeden Fall. King K. Rool hat es natürlich auf mich abgesehen, weil er es hier eben machen will. Aber ich muss ihm sagen, so einfach werde ich es dir nicht machen. Und wenn der Gen halt wirklich unbedingt zu mir kommen will, dann kann er hier den ganzen Damage fressen, ja? Guck mal, das hat der Gen einfach verdient, ja? Was soll man sagen? Der Boy ist die ganze Zeit zu mir hingegangen. Klar, dass er dann stirbt, ne? So läuft es nämlich. So, und jetzt King K. Rool noch schnell buddyen hier. Damit einfach mal richtig dominiert wurde. Zum Schluss. Ist doch schön, oder? Ich hab schon ein bisschen Angst, aber. Aber ich habe auch keinen Cheap Monado, deswegen geh einfach auf Buster. Und geh auf Damage. Ja.
Okay, das war ein perfekter Moment. Schön, dass er sich da zu entschieden hat. Und eventuell wird es dann hier sogar ein kompletter Freestock so. Das wäre geil. Jetzt muss ich halt mit Kombos noch was rausholen hier. So halt eigentlich nicht. Aber naja, solange ich sterbe, alles okay. Ich will den Freestock machen, Boys. Bin definitiv den Freestock und... Nee, okay. Er hat rausgecancelt. Holy shit, das war hart. Nein, nein, kein Freestock. Ha, shit, ich dachte, ich kann halt regrabben wieder. Aber naja, ist auch okay. Im Prinzip habe ich das ja eh safe gewonnen. Und vielleicht... Oh, keine Ahnung, Alter, ich wollte unbedingt down, ja. Komplett den Punch verkackt. Ja, ich gehe jetzt auf Jump, definitiv. Ah, ich habe keinen Jump mehr, okay. Dann Smash und schon wieder geht er einfach on stage. Hat er halt verdient. Na dann, würde ich mal sagen, auf ins sehr wahrscheinlich letzte Match hier für diesen Part. Und ja, gucken wir einfach mal, ob ich da vielleicht dann meinen Freestock-Pin bekommen kann. Wäre schon geil. Oh, stimmt, ich habe komplett vergessen, dass dieser Jo noch da war und dass der dann auch joinen wird. Dann ist natürlich ein Freestock unwahrscheinlich, ja. Aber wir schauen einfach mal, ne. Ich könnte jetzt natürlich auf Dark Samus switchen, aber to be honest, ich habe jetzt die ganze Zeit Schuld durchgezogen. Ich werde es weiterhin machen. Und okay, Jo scheint auch Snake Man zu sein. Und irgendwie habe ich Angst, dass der auch so ein Boy ist wie ich, ne. Dass der auch so jemand ist, der einfach random in FFR-Reden reingeht, obwohl er in 1v1 eben eigentlich auch recht gut ist, einfach um ein bisschen so zu trollen. Aber im Endeffekt, schon mal schauen, was passiert, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so mal ein bisschen spannender wird hier, ne? Oder natürlich ein bisschen witziger. Und würde mal sagen, ich bereite mich jetzt mal richtig vor, hier wirklich alles zu geben. Zuerst einmal hau ich, glaube ich, wieder den Gen raus, weil der Gen checkt, glaube ich, einfach gar nichts. Na, auf Shield wollte ich natürlich nicht switchen. Ja, wie gesagt, der Gen checkt halt nichts. Einfach hier schon der Kill. Und Disrespect gab es auch noch hinterher. Und ich bin deswegen gestorben. Ich wollte zu viel. Ich wollte wieder zu viel. Alter, ich muss mir das sowas von abgewöhnen. Ich muss in FFR-Reden einfach für das gehen, was safe ist. Und nicht für das gehen, was ich spüre. Quasi. Fuck. Das ist halt einfach scheiße. Jetzt bin ich halt Stock hinten, obwohl ich eigentlich richtig einen geilen Player ja, gemacht habe. Ja, fuck. Aber ist halt wirklich meine Schuld so. Und ja, wie ich mir schon gedacht habe, wird das mit Zenk ein bisschen nervig. Weil eben, der hat halt die ganze Zeit hier seine Granaten am Start. Der Gen geht mal wieder in den Autismus-Mode und drückt nur noch auf Smashes. Und ist einfach schon wieder tot. Holy shit. Der Typ muss halt wirklich denken, ich focus ihn, aber muss ehrlich sagen, das tue ich eigentlich gar nicht. Ich sehe den einfach da und dann gebe ich dem... Was, der ist schon tot? No. Das kannst du mir nicht erzählen. Alter. Jetzt fühle ich mich ein bisschen scheiße. Ich weiß zwar nicht, ob das auch seine Arena hier ist, aber das wäre... Junge, das wäre richtiges Mobbing. Und ja, dieser Snake fuckt gut ab auf jeden Fall. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn... wenn ich gekillt bekomme, weil ich glaube, der nutzt so gut wie nur Specials, genau. Der ist, glaube ich, gar kein so guter Spieler. Aber ich brauche wieder mein Shield oder mein Jump, genau. Perfekt. Jetzt muss ich ein bisschen campen. Freestock ist es halt leider nicht geworden, aber war halt auch irgendwie klar, bei einem richtigen FA ist das halt Unmengen, ja, schwieriger halt. Ich glaube, ich hätte es nicht höher sein sollen. Nee. Ich probiere einfach immer noch zu viel. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie tempted dazu, so richtig zu tryharden. Statt irgendwie eben auf safe and stuff zu gehen. Und das hat mir jetzt gerade schon wieder den Stock gekostet, weil ich diese scheiß Abi reversed habe. Weil ich dachte so, ey komm, ich krieg noch einen Hit und kann recovern, aber nein, Mann, ich bin Shield-Schuld, der kann nicht recovern. Was habe ich mir da auch schon gedacht? Ey, Snake, bitte. Lass dich mal schön geben oder so. Und du, King K. Rool, ja genau, du, King K. Rool, komm mir nicht zu nahe. Oh, schade, ich dachte, ich könnte was kommen. Aber nice, der F-Smash trifft's. Jetzt muss ich den Snake irgendwie raushauen. Ich muss es eigentlich probieren. Ja, ich muss gleich eigentlich auf Smash gehen. Wird aber schwierig. Wird definitiv schwer. Mein King K. Rool chillt halt auch die ganze Zeit nur bei mir und lässt den Snake da komplett in Ruhe. Ich will eigentlich den Snake fokussen, aber der lässt mich nicht. Okay, vielleicht kriege ich hier... Nein, scheiße. Das ist schlecht. Aber hier kriege ich was. Ja, perfekt. Und schnell auf Shield. Nur zur Sicherheit, genau, falls sowas kommt. Perfekt, das habe ich getankt. Ich bin auf jeden Fall wieder back in game. Jetzt darf halt nur kein Bullshit von meiner Seite aus passieren. Von mir, dass ich wieder komplett tryhard oder so. Und dann muss ich es probieren, langsam aber sicher dem Snake den Damage ja, wieder auszugleichen, sodass es mehr even für mich aussieht. Oder ich kill den King K. Rool weg, das wäre auch schön. Weil dann kann ich den Snake im 1v1 killen. Weil ja, der Snake drückt basically halt nur B, ne? Muss man dazu sagen. Dieser King K. Rool fuckt schon ab, Alter.
Ich will extra jetzt nicht auf den gehen, weil der hat schon so viel Prozente. Und er könnte im Endeffekt nochmal ein bisschen helfen, diesen Snake wegzuhauen. Aber was macht er? Er geht halt... Ja, weiß ich nicht. Er geht halt auf den, der am nächsten an ihm ist. Aber ich weiß, er readet nicht so ganz die Atmosphäre. Ja, guck mal, ich greife ihn gar nicht an. Ja, nice. Jetzt macht das zumindest. Jetzt fokussiert er gerade den Snake. Das will ich basically. Damit der Snake noch ein bisschen Damage bekommt und damit ich den eventuell früh killen kann. Und ja, das ist deine Schuld, mein Boy. Das ist definitiv deine Schuld, dass du da jetzt gerade gestorben bist. Du wolltest herkommen. Snake ist offstage. I see. Okay. Kein so hypes Comeback. Gönnt man sich aber trotzdem. Und dann würde ich sagen, GG's an alle, die hier dabei waren. War auf jeden Fall ziemlich witzig und es gab eigentlich nur einen Ehrenlosen, was ziemlich krass ist so, weil es gab schon viele FFR-Arenen, wo manche komplett mich gefokust haben, weil ich einmal gewonnen habe oder wo die sofort geragequittet sind oder ihre Arena geschossen haben. Aber für den Part lief alles super, deswegen auf jeden Fall ziemlich geil und eben, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Bis dann, haut rein, Leute. Ciao.